Hallo, liebe Kater und Katzen und denjenigen, die einen Kater oder eine Katze haben. Und hey, willkommen zurück auf meinem Kanal. Hi, ich bin noch da. Ja, seit ungefähr 2 Monaten kam jetzt schon wieder kein Video, beziehungsweise nicht mal ein Video, sondern einfach kein Stream. Das ist alles irgendwie, oh, ich gucke gerade meinen Kanal so und das ist schon so ein bisschen, bisschen sehr uncool gelaufen dieses Jahr. Also es tut mir wirklich, wirklich leid. Dieses Jahr habe ich tatsächlich meinen Kanal sehr stiefmütterlich behandelt. Es tut mir wirklich in der Seele weh zu sehen, dass eines der obersten Videos das Neujahr-Video ist und wir haben es jetzt bald schon Oktober. Also irgendwie das ist, oh, also das tut mir jetzt gerade richtig, richtig weh in meiner Seele. Aber nicht verzagen, nicht verzagen. Ich bin wieder zurück, jawohl. Und jetzt endgültig und forever sozusagen. Nämlich, ich nehme jetzt endlich mal das Zepter in die Hand und werde jetzt mit aller Kraft meinen YouTube-Kanal wieder an mich reißen sozusagen. Zuerst einmal belege ich aber auch nur den Samstag-Sonntag-Slot, ne? Und dann geht es irgendwann mal vielleicht auch Donnerstag, Freitag wieder weiter, dass wir mal wieder richtig schön Content produzieren hier, ja. Und zwar mit frischen Games, mit neuen Games, beziehungsweise nicht neuen Games. Nämlich, es hat ein paar Problemchen in der Zwischenzeit gegeben. Grindekar, warum hast du dich schon wieder seit 2 Monaten nicht gemeldet? Ja, das erste Problem war, ich war aus meinem Urlaub, ja, und ich habe davor sehr viel Stress gehabt, und zwar, ich habe dann nochmal meinen Wohnsitz gewechselt, und weil man ja seinen Wohnsitz nicht von heute auf morgen wechselt, dann muss man den ganzen Bums dann einpacken, dann einmal durch die ganze Gegend chauffieren und dann halt eben nochmal irgendwo wieder auspacken, ne? Also, ich meine, ich kann natürlich jetzt hier auch einfach in so einem nackten Raum sitzen, auf dem Boden pennen und dann hier einfach nochmal ein Mikrofon aufbauen, das wäre natürlich auch eine Lösung. Aber irgendwie habe ich es dann doch mir etwas heimelig gemacht, und ja, weil ich jetzt meinen neuen Wohnsitz habe, habe ich das zweite Problem, und zwar, ich habe mein Lenkrad und mein Gaspedal nicht. Das heißt, meinen sehr, sehr lang angekündigten Stream, hey Grindekar, warum bist du eigentlich nicht da? Den kann ich leider jetzt nicht im Eurotruck machen, wie ich das eigentlich wollte. Eventuell mache ich das vielleicht mit Tastatur, das wäre dann aber ein bisschen sehr hakelig. Ich guck mal, ich will auf jeden Fall diesen Stream durchziehen, ich will euch auf jeden Fall mal sozusagen mal sagen, was Ambach ist, was so richtig hier abgeht, ne? Also, was los ist, ja. Dann quasi kann ich dann extrahieren den Teil, der quasi dann auch das weitere Vorgehen auf meinem Kanal weiter beschreibt. Nämlich, während ich so vor mich hin flaniert habe in meinem Urlaub und während ich hier quasi Köfferchen gepackt habe, habe ich mir natürlich auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich hier weitermachen will. Und ja, jetzt ganz zum Schluss habe ich dann gedacht, letzte Woche, Mensch, jetzt geht's aber richtig hier, richtig Vollgas, dann zack, erstmal eine fette Erkältung angefangen, dann ging's erstmal nicht Vollgas. Und dann saß ich da verschnupft vor meinem PC und auf einmal bums, der erste Bluescreen, bums, der zweite, dann der dritte, dann der vierte und so weiter, kannst du dir vorstellen. Bis dann Nummer 776 ungefähr. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, da ist irgendwas nicht so ganz korrekt. Dann habe ich einmal den ganzen PC auseinandergebaut, habe dann nochmal mit Viro kurz geschlossen, dann haben wir irgendwie per Videoschalte dann nochmal irgendwie dann halben Affenzirkus da unter meinem Tisch vollführt, bis wir dann irgendwann rausgefunden haben, mein PC hat auch keinen Bock mehr, also mein RAM ist abgerauscht. Und zwar, Gott sei Dank habe ich 2 RAM-Riegel, das heißt nur einer ist abgerauscht, das heißt aber im Umkehrschluss, statt 16 GB hocke ich gerade auf 8 rum. Wem das nicht so viel sagt, das heißt im Prinzip, dass mein PC jetzt nur noch vor halber Leistung läuft. Das heißt wiederum, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt raue Videos aufnehmen kann, weil ich natürlich nur noch die halbe RAM-Leistung habe. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt die Spiele mega ruckeln, wenn ich die aufnehme. Und wie ich das jetzt ganz genau machen will und so weiter, weiß ich noch nicht. Ich werde mich vielleicht erstmal langsam rantasten und vielleicht erstmal jetzt nicht so unbedingt die High-End-Spiele da rausballern mit irgendwie 4K-Auflösung, sondern vielleicht erstmal einfach nur so ein bisschen rechen, ärmere Spiele mir quasi erstmal zu Gemüte führen und die dann quasi an euch weiterleiten. Und genau. Ich bin dann nochmal ganz kurz weg, und zwar über nächstes Wochenende, aber dann werde ich ja quasi davor, werde ich dann nochmal was schneiden und dann bin ich dann hoffentlich gut ausgestattet, quasi über den Tag der Deutschen Einheit bin ich auch nochmal ganz kurz weg, aber das Wochenende danach habe ich schon irgendwie Millionen Termine, aber das ist relativ egal, weil ich quetsche dann irgendwie den Stream da auch noch mitten rein, das will ich echt mal, dass das erledigt ist, weil ich... Tut mir echt weh, meinen Kanal so zu sehen. Und ich möchte auch wirklich mal euch mal sagen, was los ist. Aber positive Nachricht
ist, dass es weitergeht und solange mir meine Gesundheit und ja, irgendwie generell mein PC noch wohlgesonnen sind, würde ich natürlich sehr gerne dann hier mit wunderbaren Spielchen weitermachen. Wie gesagt, ich setze mich heute oder morgen mal ans Aufnehmen. Ich habe dann noch ein Let's Go, bis ihr gefällt. Das habe ich im, oh, wann war denn das? Mai oder April habe ich das aufgenommen. Dann muss ich auch nochmal schneiden. Dann kann ich das auch nochmal hier hochballern. Da ist die Qualität aber auch schon ein bisschen im Eimer. Und dann habe ich noch, ach ja, ich war ja noch im Urlaub und da bin ich dann durch Österreich getingelt. Und da habe ich natürlich sehr sinnvollerweise natürlich einen Vlog gemacht, der absolut gar keinen Sinn macht. Also wirklich, das ist qualitativ ist das irgendwie munter geschossen. Also irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, wie ich das zusammenschneiden soll, weil ich habe da absolut null Übergänge. Das macht irgendwie so gar keinen Sinn. Das sind einfach so 10 Videofetzen, die ich da aufgenommen habe. Und das eine ist auch noch 5 Minuten lang, wo ich einfach nur verplant durch Salzburg laufe und dann noch irgendwie versuche, mein Hotel zu finden. Also das ist irgendwie so, sage ich jetzt mal, rein entertainment-technisch natürlich ein bisschen im Keller. Aber das ist man ja, wenn man mir gewohnt, wenn ich vlogge. Also ich meine, ich mache mir da jetzt keine großen Vorwürfe. Ja, also ich hoffe mal sehr gut, dass wir uns dann bald wiedersehen. Nee, also ich hoffe nicht, sondern ich weiß, dass wir uns wiedersehen. Und zwar nächstes Wochenende, ansonsten wirklich, also dann klatscht's. Aber kein Beifall. Ja, also auf jeden Fall nächstes Wochenende einschalten. Da geht's mal grinsekal wieder weiter. Und dann hoffe ich sehr gut, sehr, sehr, dass ich dann den Donnerstag-Freitag-Slot auch wieder anschmeißen kann. Dass wir dann wieder 4 Folgen die Woche haben. Alter, weißt du noch, weiß noch, so 20 Jahre zurück. Nee, da war das der mal. Ja, also ich hoffe, dass das jetzt richtig vorangeht, dass wir das richtig voran pushen können und dass dann quasi bis Weihnachten wir die 400 Abonnenten knacken. Das wäre ja krall. Krall. Das ist eine coole Mischung aus krass und geil. Ja? Krall. So, das ist ein neues Grinsekalbwort, aber wird krall. Alles klar. Okay, wir sehen uns. Ne? Bis dahin, gehabt euch wohl, bleibt gesund und ja, stellt nichts an. Ja, bleibt hier schön sitten und gesetzeskonform. Ja, also bis deine Antenne, halte die Ohren steif und ja, ciao mit K.